lasst uns heut zusammenstehen und nicht mehr vor dem Thron uns beugen. Lasst uns eigene Wege gehen und keinen neuen Schritt vergeuen. Lasst uns aufeinander schauen, statt mit Gefühl aufs Sand zu bauen. Mut und Friedenskraft verbreiten, ja dafür lasst uns streiten. Und stempeln Sie mich als Träumer ab, na dann werde ich das wohl sein. Doch ich weiß ganz bestimmt, von oben herab, als Träumer bin ich nie allein. So lasst uns für die Freiheit kämpfen und nie mehr unter Führern leben. Der Fantasie setzt keine Grenzen und lasst uns Fehlern still vergeben. Lasst uns jede Meinung hören, auch wenn sie manchmal nicht gefällt. Niemals mehr auf Eide schwören und leben für eine bessere Welt. Dafür lasst uns streiten. Dafür lasst uns streiten. Wow, das ist mal eine Ansage. Simon Stadler, danke. Wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist eine Freude. Aus Kärnten übrigens ganz in der Nähe von dort, wo Udo Jürgens auch herkommt. Genau, am Fuße von Magdalensberg. Ja, schön, ja. Wo der Bruder noch lebt. Genau, der Manfred Bockelmann ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Das sieht man schon, da gibt es irgendwie Connections. Udo Jürgens war immer ein großes Vorbild offenbar. Genau, also wir sind eigentlich familiär verbunden schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Also sein Vater hat meinen Urgroßvater aufgenommen von Südtirol und er ist eigentlich der Grund, warum wir in Kärnten sind. Ja. Wirklich? Ja, ja, ist ganz interessant. Und man trifft sich. Genau, also mit Manfred, wir haben ja der Grad zwischen Maler und Musiker ist ja ganz schmaler. Und das ist wirklich manchmal ungeheuerlich, über was wir da reden, weil geht einfach so von der Hand. Toll. Und da reden wir über Musik oder über Kunst oder was weiß ich. Das ist wirklich. Mich würde interessieren, worüber redest du mit Konstantin Wecker, dein Produzent? Du wirst in seinem Label sozusagen, er produziert dich, genau, er hat, genau, also unterstützt dich. Das war immer ein Traum von mir, von dem ich nie gedacht habe, dass er mal wahr wird. Und das ist einfach so schön, weil der Konstantin ist natürlich auch so eine starke Persönlichkeit. Und er steht einfach, verkörpert für mich so viel der guten Sachen, für die es zu leben lohnt. Und wir reden da wirklich auch über Revolution und alle Toll. Möglichen Dinge, die wirklich das Musische sehr inspiriert dich und da kannst du dann auch wieder interessante Texte genau. schreiben. Genau, und das war eben das Lied, wo er auch mitgesungen hat auf meinem neuen Album und das ist einfach so toll, dass er da sich bereit erklärt hat und mitgemacht hat. Ja. Dafür lasst uns streiten. Ja, genau. Und du sagst, es lohnt sich auch zu streiten. Es lohnt sich, ja. Ich freue mich sehr. Simon Stadler, ein neues Album. Konstantin Wecker, glaubt an dich, wir tun das natürlich auch und freuen uns sehr. Das freut mich auch sehr. Tolle Dankeschön. Sache aus Kärnten. Kärntner Künstler in den Fußstapfen von Udo Jürgens. Jetzt gehen wir in die Zeit im Bild. Rosa Lerner wartet Sie. Wir schauen dann nach Schladming zum Night Race, freuen uns auf Manuel Rubey und vieles mehr. Bis gleich nach der Zeit. Ja, das waren sie, die Sterne für diese Woche. Unser Künstler ist heute, den wir heute begrüßen dürfen, ist im Sternzeichen des Skorpion geboren. Da gab es jetzt gute Tipps fürs Privatleben. Ein bisschen arbeiten musst du aber noch, lieber Simon Stadler. Dann kannst du dein gutes Privatleben genießen. Wir freuen uns nämlich auf herrliche Musik. Schauen Sie sich an, einen Flügel hat er auch mitgebracht. Unglaublich. Und jetzt gibt's Du bleibst du. Willkommen. Letztens ging ich quietschvergnügt den kahlen Berg entlang. Da traf ich glatt auf einen von mir nie gehörten Klang. Mutig wie ich bin, ging ich geradewegs drauf zu. Und seit dem Vorfall, glaubt sie mir, komm ich nicht mehr zur Ruhe. Da stand Ludwig van Beethoven und eine ganze Schar an Streichern, die er hörte, für viele undenkbar. Er drehte sich zu mir und sagte folgendes, merkte gut: Vergiss das Komponieren, ich hab mich sattsam ausgeruht. Denn du bleibst du und ich bleib ich. Wo wärst du heut ohne mich? Musik wär schräg, wenn's mich nicht gäbe. Du bleibst du und ich bleib ich. Du bleibst du und ich bleib ich.
Ja, also nicht nur wir haben eine Riesenfreude mit deinem Besuch. Ich glaube, Udo Jürgens hätte seine wahre Freude mit diesem Besuch. Ja, das kann man jetzt leider nicht mehr sagen, aber ist schön, dass du das behauptest. Ja, aber das darf ich schon behaupten, weil du kennst die Familie Bockelmann, du kennst den Bruder von Udo Jürgens. Udo Jürgens genau. Selbst hast du nicht mehr getroffen. Ja, ich habe ihn getroffen, weil ich so eine kleine Statistenrolle im Film Der Mann mit dem Fagott habe ich gehabt. Okay. Aber da habe ich das leider noch nicht gemacht. Aber der Manfred hat immer zu mir gesagt, das ist so toll, dass du das machst. Wie er hat gesagt, du könntest auch sagen, hör auf damit, was du am Namen dem Bockelmann antust. So. Und das hat er Gott sei Dank nie gesagt. Ja. Nie gesagt, super. Ganz toll. Und vor allem finden dich nicht nur wir toll, sogar Konstantin Wecker findet dich toll. Genau. Also Wie kamst du zu dieser Zusammenarbeit? Ich habe ihn nach einem Konzert von ihm in Kärnten bei mir zu Hause angesprochen und habe gesagt, Herr Wecker, ich bin auch ein junger Musiker. Und er hat dann tatsächlich gesagt, ja, dann schickt's mir halt mal was zu. Und ich habe dann ein selbstproduziertes Coveralbum mit Songs von Udo und auch von Konstantin ihm zugeschickt. Und er hat gesagt, er findet es so toll, dass ein junger Mensch seine Lieder singt und unter der Bedingung, dass ich was Eigenes mache, ja. Nimmt er mich in sein Label auf, ja. Sturm und Klang, ja, heißt das Label. Das ist aber toll. Das heißt, du wirst produziert, aber bist doch beraten von ihm? Genau, und wir haben auch zusammengearbeitet auf einem Lied von mir, Dafür lasst uns streiten. Und da geht es halt wirklich so um Gleichberechtigung. Genau. Da bin ich sehr stolz drauf. Das ist wirklich ein tolles Lied geworden, also meiner Meinung nach. Und er hat auch gesagt, er findet das so toll. Er hat eine Strophe darin übernommen und ich habe ihm gesagt, wenn du das ein wenig mehr nach Konstantin Wecker atmen lassen willst, dann mach das bitte. Und er hat aber gleich gesagt, nein, wir machen das so, wie du das geschrieben hast. Und das war für mich nochmal im wahrsten Sinne des Wortes ein totaler Adelschlag. Ja. Loslässt und sagt, mach du machst es gut. Ja. Toll. Du lebst derzeit wieder in Kärnten, hast du mir gerade erzählt. Du bist pandemiebedingt jetzt gerade wieder ein bisschen nach Hause, also ein bisschen vorübergehend genau, wieder nach Hause gezogen. Ja, das heißt, München wäre auch ein Thema, oder? Ja, München, ich möchte eigentlich gar nicht von Österreich weg. Da, wenn sich jetzt die Österreicher entweder freuen oder nicht. Aber bei mir ist eigentlich egal, wo ich wohne. Es ist, Musik kannst du eigentlich überall machen. Ja. Ja, und dann, wenn es zum Arbeiten wird, dann muss man eh raus und auf die Bühnen. Hast du was geplant, auch Auftritte? Ja, also ich werde alles daran setzen, dass ich jetzt wirklich mal nach Wien auch komme mit dem neuen Programm. Super. Und da sind wir gerade am Plan, aber es ist halt natürlich jetzt mit den Veranstaltern auch ein bisschen schwierig. Also wird schon werden. Wir spielen zusammen mit dem Konstantin, spielen wir am 4. Juni im Zirkus Krone in München. Na toll. Da macht er so ein Labelfestival und da sind alle anderen Künstler aus dem Label auch mit dabei. Toll. Alle sind gerade in München. Manuel Rubey auch. Der dreht derzeit in München, ist aber heute bei uns. Freue ich mich drauf. Simon, danke für diesen schönen Besuch. Herzlichen alles Liebe. Dank. Jetzt gibt es die Zeit im Bild. Wir sind dann gleich zurück und schauen auch zur Planei nach Schladming. Freue ich mich drauf. Bis gleich.